Hallo, in diesem Video möchte ich dir die Eigenschaften vom Rhombus und dem Parallelogramm zeigen. Fangen wir mit dem Rhombus an. Der Rhombus wird auch oft Raute genannt. Du kennst diese Form bestimmt unter dem Namen Hashtag aus den sozialen Medien. Auch auf manchen Spielkarten ist die Form der Karos eine Raute. Schauen wir uns die Eigenschaften an. Bei der Raute sind alle vier Seiten gleich lang. Daher werden diese nur mit klein a beschriftet. Benachbarte Winkel ergänzen sich auf 180 Grad. Das heißt, Alpha plus Beta ist gleich 180 Grad und Gamma plus Delta ist ebenfalls 180 Grad. In der Raute sind gegenüberliegende Winkel gleich groß. Es gilt also, Alpha ist gleich Gamma und Beta ist gleich Delta. Die Diagonalen E und F schließen in der Raute einen rechten Winkel ein. Weiters halbieren sie auch einander. Der Umfang kann genauso wie beim Quadrat mit der Formel U ist gleich A plus A plus A plus A oder kurz U ist gleich 4 mal A berechnet werden. Um den Flächeninhalt berechnen zu können, brauchst du die Formel A ist gleich E mal F halbe. Auch hier gilt wieder, dass die Winkelsumme 360 Grad beträgt. Das waren auch schon die Eigenschaften von der Raute. Gehen wir nun zum Parallelogramm weiter. Diese Form kennst du aus dem Alltag wahrscheinlich am ehesten von dem Radiergummi. Hier kannst du erkennen, dass diese Seitenfläche hier ein Parallelogramm ist. Schauen wir uns die Eigenschaften genauer an. Beim Parallelogramm sind gegenüberliegende Seiten gleich lang und parallel. Daher werden diese mit A und B beschriftet. Auch im Parallelogramm ergänzen sich benachbarte Winkel auf 180 Grad. Es gilt also auch hier, Alpha plus Beta ist gleich 180 Grad und Gamma plus Delta ist ebenfalls 180 Grad. Genauso wie bei der Raute sind gegenüberliegende Winkel auch gleich groß. Es gilt also auch hier, Alpha ist gleich Gamma und Beta ist gleich Delta. Auch hier schneiden sich die Diagonalen genau in der Hälfte. Die Umfangsformel des Parallelogramms lautet U ist gleich A plus B plus A plus B. Das kann man wieder vereinfachen zu U ist gleich 2 mal A plus 2 mal B oder 2 mal in Klammer A plus B. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, ist das dieselbe Formel wie beim Rechteck. Der Flächeninhalt wird mit der Formel A ist gleich A mal HA halbe berechnet, wobei HA die Höhe auf die Seite A darstellt. Die Winkelsumme im Parallelogramm beträgt wie bei jedem Viereck 360 Grad. Somit sind wir auch schon mit den Eigenschaften vom Parallelogramm fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Für die Eigenschaften vom Trapez und Deltoid schau dir gleich das nächste Video an.